Und von der Länge her reichen die noch? Die Links? Das sieht richtig gut aus. Das Schlimme ist auch, dass wir die ganze Zeit dieses 5%ige Pennerbier getrunken haben. So, und da müssen wir jetzt durchbohren, ne? Da müssen wir jetzt durchbohren. Da kommen wir später noch die Lager rein. Ja. Und dann sollte das schön pendeln. Schraubenkonstruktion sehen kann. So, jetzt binden wir das erste Mal. Quasi das erste Mal, dass wir unserem Fahrzeug so ein bisschen Leben einhauchen. Ah. Servus auf Mittelstellung. Jo. Ah. So. Ja, ja, ja. Drauf mit dem Horn. Boah, ist schnell, ne? Mhm. Bisschen schnell für den LKW. Diese Schutzfolie da. Ja, immer wenn ich Schutzfolie höre, muss ich an den Stefan denken. Der die Lexan Caro von seinem Dingo lackiert hat und die Schutzfolie draufgelassen hat. Das ist bei mir voll eingebrannt. Siehst du es? Echt langsam. Hm? Ich glaube, ich nicht gut. Getroffen. Ich kann aber nicht. Festziehen? Ich festziehen. Wir haben schon mit dem Torx-Ding rein, ne? Kommst du aber nicht hin. Lampeneinsatz ist montiert. Der zweite kommt gleich dann hinterher. Ich finde, das Zeug kriegst du voll gut. Ja. Riecht mir die Qualität. So, bei uns war gerade die Post. Die hat uns die Scharniere gebracht. Verteilergetriebe. Warten wir jetzt schon 3 Monate drauf. War nicht ganz. Oder? Doch? 3 Monate sein, ja. Ich glaube, das kommt wirklich mit dem Esel über den großen Teich. Aber langsam wird es auch eng, ne? Wenn wir das nicht haben, dann können wir nämlich nicht das gute Stück hier mit den hinteren verbinden. Hi. Hallo. Ah, jetzt muss ich einpacken. So sieht die neue Welle aus. Tessa! Hier die hinteren links haben wir mit zusätzlichen Links verstärkt. So, wir haben die Bodenplatte doch nochmal geändert. Wegen dem Kanal und dem Platz im Fußraum haben wir die jetzt zerschnitten. Und die Seitenteile tiefer gesetzt und bauen jetzt quasi den Karton, den Koffer.
So. Hätte schon mal Akkuschrauber machen können, ne? So. Jetzt fangen wir an mit den Seitenteilen. Die wir innen drin mit den Winkeln befestigen. So, erste Stoffbahn ist reingeklebt. Dann hat der Kunde hier die Lämpchen in die Armaturen eingebaut. Die würden wir jetzt mal testen. Leuchtet schon, siehst du? Zwei, ja. Ja. Gerade der Benzintank angepasst. Hier haben wir die Motorhaube mit den Scharnieren montiert, die man auch aufmachen kann. Wo dann hier Magnete befestigt sind, die hier zuschnappen. Und die Sitze sind auch drin. Hier machen wir dann gleich noch die LEDs rein. Beziehungsweise, nee, wir lackieren erstmal. Anhängerkupplung. Flowers and the birds and bees, and all the lights that were all affected.